Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schumacher, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg, Berlin und in der Nähe von München. Diesmal Videoblog, rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe und auch noch das eine oder andere. Heute Abend um, ich glaube, 20 Uhr ist bei der Yvonne Moulon nochmal was, wo ich auch mitgemacht habe, zum Sommerhaus der Stars, so abschließend. Und genau, ich packe das nochmal hier drunter, den Kanal oder das Video, wenn ich da schon Zugriff drauf habe. Und ansonsten wollte ich noch sagen, es gibt ja neue Bootcamps in Zürich und in Murnau. Und in Berlin haben wir ja Flirtkurse und solche lustigen Geschichten. Findet ihr alles auf liebeschip.de. Ja, heute haben wir das wunderschöne Thema. Gut, können wir jetzt verschiedene Themen rausmachen. Ich habe es mal rausgemacht. Vier Dinge, die du für dich klären solltest, bevor du in Paartherapie gehst. Eine Nachricht von Anna Tefkola, wo wir immer nur Russinnen schreiben, wir wissen es nicht. Hallo Christian, ich bin weiblich und Anfang 30. Ich befinde mich seit 3 Jahren in einer Beziehung und wir sind nach einem Jahr zusammengezogen. Seitdem wir zusammen wohnen, stoßen wir immer wieder an den gleichen Konflikt, der nicht geklärt wird. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, dass das auch eigentlich in jeder Beziehung, die länger besteht, ist eigentlich immer der gleiche Konflikt, immer wiederholt wird. Das ist auch echt seltsam. Es geht darum, dass er sehr viele Freundschaften hat, ich eher weniger, beziehungsweise Freundschaften, denen es nicht so schlimm ist, sich auch mal einen Monat nicht zu sehen und jeder seinen Weg gehen kann. Er sieht seine Freunde mindestens 4-mal die Woche. Ey, alter Falter, ist er 18 oder was? Aber gut, ich meine, es gibt verschiedene Arten, das Leben zu leben und Freunde. Man freut sich ja immer, wenn man überhaupt Freunde hat heutzutage. Und okay, das stört nicht, denn er kommt oft erst gegen 9 oder 10 Uhr nach Hause. Bringt mich dann aus der Ruhe, weil ich zu dieser Zeit schon ruhig bin, entspannen und schlafen will. Ich wünsche mir außerdem mehr Zweisamkeit, Romantik und Selbstinitiative von ihm. Ich fühle mich häufig alleingelassen. Ja, das wundert, glaube ich, niemand. So, jetzt hier wieder. Katze ist irgendwie krass drauf hier heute. So, kannst du irgendwie mal ruhig hinlegen, Katze? Ja, ich habe keine Ahnung, was der hier macht. Ich wünsche mir außerdem mehr Zweisamkeit, Romantik und Selbstinitiative von ihm. Ach nee, hatten wir schon. Er antwortet nicht auf zum Beispiel Videos, die wichtig für die Weiterentwicklung wären. Ja, da weiß ich jetzt nicht so richtig, zeigst du ihm dann ein Video über Persönlichkeitsentwicklung, also da interessieren sich natürlich, naja, die meisten Menschen nicht für. Hört sich so ein bisschen an, als wenn ihr so unterschiedliche Hobbys habt, sag ich mal so, ne? Er sieht es erst gar nicht an. Ja, aber gut, das ist sein gutes Recht, ne? Auch sieht er sich zum Beispiel meinen Podcast nicht an, welchen ich gegründet habe. Ja, so ein bisschen Interesse sollte man schon aufbringen für die Projekte des Partners, so, ne? Also muss jetzt nicht, also ich finde nicht, dass er sich jeden Podcast reinziehen muss. Ich glaube, Aline guckt sich jetzt auch nicht jedes Video an. Also, aber gut, ein gewisses Interesse sollte schon da sein. Was mich sehr enttäuscht, er hat immer Ausreden, warum er zu spät kommt. Er meint, er hat so viele Verpflichtungen und immer eine Entschuldigung. Das nervt mich richtig. Wenn es zu einem Streit kommt, nimmt er mich nicht ernst und weicht aus. Er lenkt dann immer auf das Thema Sex. Ja, es ist eine beliebte Strategie manchmal bei Männern. Aber mein Thema wird nicht geklärt. Mittlerweile habe ich schon Schlafstörungen entwickelt, damit dieser ungelöste Konflikt fertig macht. Meine Überlegung ist jetzt entweder eine gemeinsame Therapie zu machen, also oder auszuziehen, vermute mal, meine Paartherapie. Denn ich bin der Meinung, es ist nicht normal, in dem Maß seine Freundschaften zu pflegen und seine Beziehung zu vernachlässigen. Ja, normal ist immer ein weites Wort, sag ich mal. Also, ist einfach ein anderer Lifestyle, ne? Ja. Er sagt mir immer nur, es würde sich ändern, wenn wir Kinder hätten, aber zuvor nicht. Ja, also Kinder machen selten was besser, muss ich mal sagen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, mit jemandem eine Familie zu haben, welcher sich nicht gut um sich selber kümmern kann und auch nicht um seine Beziehung. Denn ich möchte gerne gesünder leben, achte auf Ernährung, Sport und ja, Persönlichkeitsentwicklung. Ihnen interessiert Fußball, Alkohol und Frauen? Nein, Spaß. Hat es doch mal diesen irgend so einen Fußballer gegeben, der hat gesagt,
einem Berühmten, er hätte sein Geld ausgegeben für schnelle Autos, Frauen und Alkohol und den Rest hätte er verprasst. Okay. Nein, hier steht, ich möchte gesünder leben, achte auf Ernährung, Sport und Persönlichkeitsentwicklung, interessiert Fußball, Freunde und Arbeit. Was im Prinzip völlig in Ordnung ist, sind halt nicht deine Beziehungsziele, ne? Er ist zu Hause eher faul und trinkt relativ viel Alkohol. Ja, da verstehe ich überhaupt keinen Spaß mit Alkohol. Das ist einfach so ein fucking Beziehungskiller, ey. Raucht, ist ungesund und so weiter. Grundsätzlich verstehen wir uns aber gut. Die sexuelle Anziehung ist da, wir können gut reden und sind ansonsten recht harmonisch miteinander. Es geht eher um die Lebensweise und unterschiedliche Tagesrhythmen. Ja, das ist aber letztlich auch Kompatibilität, ne? Gleiche Interessen, ähnliche Rhythmen. Das merkt man vielleicht immer erst nach einer gewissen Zeit, ne? So, er müsste sich sehr mehr um seine Selbstfürsorge kümmern, weniger Alkohol rauchen, gesundes Essen, Sport, mehr Zeit für sich und ich mich mehr um Freundschaften. Dann wäre unsere Beziehung wieder im Gleichgewicht. Die Frage ist jetzt, was würdest du uns raten? Eine Therapie oder Trennung oder die Wohnsituation zu verlassen? Gut, sage ich dazu erstmal was. Also ich würde mir, bevor ich eine Paartherapie aufnehme, würde ich mir immer 4 Punkte überlegen. Also Punkt 1 ist, handelt sich um eine toxische Beziehung, weil toxische Beziehungen bin ich strikt gegen Paartherapie, überraschenderweise. Gibt es auch Videos zu, vielleicht verlinke ich das hier nochmal. Das ist erstmal die erste Frage, aber das würde ich jetzt hier nicht sagen. So. Und in der Paartherapie, also ich habe immer das Konzept von Standards und Dealbreakern. Standards sind, also Dealbreaker, Alkohol könnte einer sein, aber das andere, ja, müsstest du für dich definieren, sind es aber jetzt nicht so diese typischen, die meistens in meinen Mails sind. Aber es sind durchaus unterschiedliche Standards, die ihr habt. Und das ist natürlich der Hauptarbeit von Paartherapie, ist Standards aushandeln. Und das muss man natürlich in jeder Beziehung machen, ne? Weil wir haben ja nie irgendjemand, der genauso ist wie wir selber. Das wäre auch langweilig. Aber auch bei Standards ist das Problem, wenn es einfach zu weit auseinander geht. Ja. Gut, das wäre mal die erste Frage. Zweite Frage ist, will man selber eigentlich noch die Beziehung? Hört sich vielleicht verrückt an, aber es gibt durchaus Situationen, wo man eigentlich schon durch ist mit der Beziehung, will eigentlich nur raus, aber meint dann noch wegen Kindern oder so, muss man jetzt noch Paartherapie machen, damit man sich besser fühlt. Ist natürlich rausgeschmissenes Geld, also wenn man eh raus will, kann man sich das auch schenken. Paartherapie ist für Menschen, die sich grundsätzlich noch lieben, aber kriegen das irgendwie nicht auf die Kette, ne? Dritte Frage ist, will der Partner eigentlich noch die Beziehung? Also da geht es jetzt schon so, da kommen wir schon so ein bisschen in Schwierigkeiten hier, weil er bemüht sich da ja überhaupt nicht drum. Aber da wird man jetzt schon, wenn du sagst, ich würde gerne Paartherapie machen, da würdest du ja sehen, wie viel Energie gibt er da rein, wenn er sagt, habe ich auch keinen Bock drauf, nicht mal eine Stunde irgendwo hinzugehen. Ja, dann hätten wir schon so das dritte Hindernis, dass der Partner vielleicht auch einfach gar nicht mehr will, beziehungsweise einen einfach nur so als weiß ich nicht, nettes Anhängsel zu Hause benutzt, aber ja, es ist, ich meine, das ist wie, also wie, wenn du so ein Unternehmen hast, wenn du bestimmte Abteilungen keine Energie reingibst, dann laufen die halt nicht und er gibt halt überhaupt keine Energie in die Beziehung, so, ne, und ja. Und, aber gut, kann natürlich sein, wenn du ihn da auf den Pott setzt, dass er da, wenn er dich wirklich lieben sollte, dass er da auch Motivation für entwickelt. Ich glaube es eher nicht so bauchgefühlmäßig, weil er da wirklich gar nichts reingibt in die Beziehung. Und ich meine, da kann man sich nicht wundern, wenn man 4 Abende die Woche, ja, weiß ich nicht, bei Freunden ist, trinkt, raucht und dann mit jemandem zusammenwohnt, dass das irgendwie nicht so gut hinhaut. Das ist, glaube ich, jetzt keine Raketenwissenschaft. Es sei denn, der Partner hätte andere, hätte jetzt genau die gleichen Interessen. Gibt es natürlich auch. Vierter Punkt ist, wenn es andere Elefanten im Raum gibt, über die man sich vielleicht erstmal kümmern sollte. Und damals hatte ich dieses Alkoholthema. Also meine Devise ist immer, wenn Alkohol überhaupt genannt wird, zum Beispiel im Paartherapie-Vorgespräch, dann gehe ich eigentlich immer davon aus, dass es doch ein gravierendes Problem ist. Weil in aller Regel unterschätzt man das. Vor allem, wenn man nicht so vom Fach ist und man kriegt ja viel Alkoholkonsum auch häufig gar nicht mit und ist einfach ein totaler Beziehungskiller und wenn da tatsächlich ein größeres Problem vorliegt,
dann kannst du Paartherapie machen bis zum Erbrechen und es führt einfach zu nichts. Ne? Es sei denn, du machst, also viele, boah, jetzt habe ich überall Katzenhaare, viele Suchtberatungsstellen machen ja auch, also haben sozusagen das Suchtthema im Blick und kümmern sich darum, machen gleichzeitig eine Paartherapie. Da, das wäre mir natürlich gut aufgehoben, aber da ist ja bei ihm auch scheinbar gar kein Bewusstsein. Das sind natürlich alles jetzt nur Fragen, ne? Die musst du für dich nochmal beantworten. Aber also wenn dir das schon so krass auffällt, naja. Also und ja, das sehe ich, glaube ich, schon als ein gewisses Hindernis hier, genauso wie Punkt 3, den ich eben genannt habe. Also insgesamt haben wir halt eine Situation. Natürlich kann man da Paartherapie machen. Es spricht jetzt nicht direkt dagegen, aber insgesamt, wenn man so diese ganzen Punkte aufaddiert, fragt man sich schon, hat das Sinn, aber wahrscheinlich wäre es für dich besser, um eine Klarheit für dich zu kriegen, das einfach mal auszuprobieren, also da macht das doch irgendwie und, aber wenn ich das hier so lese, komplett unterschiedliche Interessen, kümmert sich überhaupt nicht um die Beziehung, er ist vielleicht genervt von deiner Persönlichkeitsentwicklung und will vielleicht lieber eine Freundin haben, mit der er rumsaufen kann, und du hättest vielleicht jemanden, mit dem du auf Selbstentwicklungsseminare gehst und Podcast weiterentwickelst. Ja, könnte man jetzt schon überlegen, passt ihr da gut zusammen? Ne? Und so mit Anfang 30 will man sich ja meist auch ein bisschen auf die Zukunft ausrichten. Und ja, würde ich auf jeden Fall vorantreiben, das Thema, dass du da nicht so in 5 Jahren noch am gleichen Punkt bist. Das ist übrigens das Gute immer an Paartherapie, dass das so Prozesse vorantreibt, ne? Und wenn es auch eine Trennung ist, dass man da nicht so hängen bleibt, ne? Also insofern, auch wenn da jetzt das ein oder andere relativ ein bisschen, wenn man sich fragt, macht das Sinn, würde ich schon sagen, es spricht jetzt nichts völlig dagegen. Ja, auch selbst mit dem Alkohol sagst du ja auch relativ viel. Schwer zu sagen, wahrscheinlich ist es schon, aber ist es wirklich aus so einer Mail schwer zu sagen, kann ich jetzt auch nicht, kann ich jetzt durchgucken, ne, was ist da genau los, würde ich sagen, ja, es hört sich jetzt nicht so super prognostisch gut an, aber ja, mach das doch mit einer Paartherapie, ne, würde ich sagen, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, er will das nicht, aber dann hättest du auch eine Antwort, ne, gell? So, jetzt haben wir noch ein paar Sätze hier. Da ist ja noch einiges. So, denkst du, es hat Sinn, dran zu arbeiten? Gut, habe ich ja jetzt gesagt. Kann man zu viele Freunde haben? Nö. Du habt einfach, also ich finde, der macht jetzt nichts falsch, weil er viele Freunde hat. Aber auf deiner Standardsliste steht eben mehr Zeit zu zweit, so, ne? Und, aber ich finde jetzt nicht, dass es unnormal ist, er hat, ne? Ist halt nicht förderlich für eine Beziehung, so, ne? Wie gesagt, es sei denn, du hättest ein ähnlich interessantes Leben. Aber natürlich könntest du mehr für dich machen und mehr Freunde haben, so, ne? Aber 4-mal die Woche bis 10 Uhr, es fängt ja auch alles so zusammen mit dem Alkohol und so. Und ich weiß auch nicht, hört sich so richtig gut, hört sich das nicht an. Ne? Ist da schon eine gewisse Abhängigkeit gegenüber seinen Freunden? Nee, ich sehe da eher den Alkohol und das macht man natürlich meistens mit Freunden. Vermute mal, dass das so ein ganzer Komplex ist, aber ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt seinen Freunden gegenüber abhängig ist. Er setzt die einfach in der Priorität höher als dich und das ist, also kommt so rüber und das ist natürlich schon ein Problem, ne? Welches Maß wäre normal? Wir müssen jetzt hier nicht über normal reden. Du definierst das für dich, ob das deinen Beziehungszielen entspricht, was hier passiert. Mehr, ne, du musst ihn da nicht retten oder überzeugen. Ne? So. Er hat ja gar keine Zeit mehr für sich. Ja gut, das muss er selber wissen. Ne? Er arbeitet bis 18 Uhr, danach ist er 3 Stunden bei Freunden, meist beim Bier trinken. Ja, das ist halt das Problem, denke ich. Ne? Für unsere Beziehung hat er 2 Abende unter der Woche und den Sonntag. Also das finde ich bei, okay, das ist ja jetzt doch nochmal mehr auf den Punkt, dann wären wir ja bei 5 Tagen. Also da hat man ja in einer Fernbeziehung mehr Zeit zusammen. Also dafür zieht man nicht zusammen, ne? Obwohl wir zusammen wohnen, ist das normal? Ja, wie gesagt, normal müssen wir jetzt nicht, glaube ich, drüber reden, aber es wird, glaube ich, die meisten Menschen abfacken, wenn sie mit jemandem zusammen wohnen. Dann will man ja auch Quality Time miteinander verbringen. Und klar, ihr habt keine Kinder und so. Da sieht man vielleicht nicht ein, warum man dann
fünf Tage, also sich nur zwei Tage sieht, so, naja. Ich habe immer das Gefühl, an letzter Stelle zu kommen. Ja, das ist, glaube ich, nicht nur ein Gefühl. Und für die ganze Beziehung verantwortlich zu sein. Denn von selbst organisiert er kein Essen, Kochen, Aktivitäten, Romantik. Ja, er macht keine Dates und das ist, habe ich auch in meinen Datingkursen immer, ja, das, the courtship never ends. Ne? Und natürlich stört dich das. Ich beschäftige mich viel mit mir selbst, Kunst, Bewusstsein, Psychologie, ich brauche keine 100 Freunde. Ja, wir sollten das nicht abwerten und wenn das seine Lebensphilosophie ist, Freunde treffen, trinken, gibt es das nicht zu werten. Das ist nur die Frage, ob das der richtige Freund ist dann für dich. Ne? Und er hat vielleicht keinen Bock auf deine Sachen. Ne? Das ist jetzt nicht zwingend höherwertiger so, ne? Auf so einer ganz allgemeinen Ebene. Ich hätte gerne eine Beziehung, in der beide im gleichen Maß investieren. Ja. Das hast du ja definitiv nicht. Ich habe das Gefühl, er hat Angst, seine Freunde zu verlieren. Also ich sehe einfach auch viel den Alkohol ja so drin. Ne? Und dass ihm was wichtiger ist. Denn statt einer Lösung im Streit sagt er meist dann, ich bin eben wieder alleine und dann werde ich eben wie Freund XY, alter Junggeselle. Ja, ich meine, wir müssen das jetzt nicht werten. Das ist, wie er ist. Also er hängt nicht viel an einer Beziehung. Und das heißt natürlich auch, ich meine, wie verliebt ist er jetzt noch, ne? Dass er dich nicht sehen will, dass er sagt, da bin ich irgendwie das Single, ist mir doch alles fucking egal. Willst du jemanden haben, der dich so wenig wertschätzt? Also, weiß ich nicht. Er ist ja angeblich glücklich. Ja, uninteressant. Du schreibst mir hier und du bist nicht glücklich, ne? Aber ich nicht. Er versteht mich nicht und nimmt mich nicht ernst. Ja gut, das ist natürlich, also nicht ernst nehmen, da kommen wir natürlich schon wieder Richtung Dealbreaker. Gut, schreibst du jetzt nicht so viel zu. Was kann ich tun? Ja, schlag doch eine Paartherapie vor, aber ich würde da schon mal so langsam mich mental darauf einstellen, dass das vielleicht nichts wird. Und ja, ansonsten einfach, also nee, lass mal Paartherapie mal außen vor, da würde ich sagen, so entweder das ändert sich jetzt hier, du datest mich vernünftig, dann würde ich es auch ganz genau mal auf den Punkt bringen, dass du sagst, so, wir sehen uns vier Tage die Woche, also was du so Minimum erwartest, ne? Du trinkst weniger, also dass du das mal ganz wirklich aufschreibst, ihn damit konfrontierst und dann sagst, okay, kannst du ja zweimal heute überlegen. Nicht, dass du ihn da drängst dazu, sondern du sagst, was du brauchst, ne? Und dann guckst du, ob irgendwas passiert. Und wenn sich auf magische Weise das dann ändern sollte, dann kann man ja weitermachen. Und ansonsten würde ich da, glaube ich, also wenn ich sowas wäre, würde ich, glaube ich, klar, man würde dann mal ein Gespräch suchen, vielleicht mal ein paar Therapie machen, aber ich würde da, glaube ich, hätte ich keinen Bock mehr zu aus heutiger Sicht. Würde ich echt denken, ey Gott, ey, es gibt so viele 4 Milliarden Männer, 4 Milliarden Frauen, ey, boah. Und dann jemand, der mich nicht wertzuschätzen weiß, no fucking way, hätte ich keinen Bock mehr auf. Ja, schön, schön, schön. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder, gell?